gar nicht glauben, wie lang meine Haare schon wieder geworden sind. Die gehen schon wieder bis hier unten hin. Fast bis zum Hosenbund. Voll schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben wieder Samstag. Ich bin heute ganz alleine, denn Marco ist wieder nach Bayern gefahren mit einem Kumpel. Die sind seit Donnerstagabend da, um noch ein bisschen was zu schaffen, weil wir in der Küche nicht so weit gekommen sind, wie wir das eigentlich gehofft hatten. Der kommt aber morgen Nachmittag irgendwann im Laufe des Tages wieder. Die haben da ganz viel Schnee schon unten. Aber wie ihr seht, hat es ja auch heute Morgen hier geschneit. Ich bin wach geworden und es war total am Schneien. Und ich dachte mir so, yes, endlich. Jetzt bleibt er nämlich auch mal liegen. Der letzte Mal ist ja nicht liegen geblieben. Aber heute bleibt er endlich mal liegen. Und ich dachte mir, ich gebe euch mal noch ein kurzes Update. Denn diese Woche ging es ja weiter mit unser Abschluss oder seiner Abschlussarzt-Urologen-Besuch-Dingsbums. Also, er hat ja jetzt Antibiotikum genommen über eine Woche und er musste jetzt nochmal hin, zwar am Montag eine Spermaprobe abgeben und dann nochmal mittwochs eine und da war dann so der Abschlusstermin sozusagen. Und wir hatten ja diverse Fragen, die dann offen waren und Montag waren die Sperma schon deutlich besser, Mittwoch dann schon viel, viel besser. Und die Prostata war wieder abgeschwollen. Es ist jetzt eine kleine Narbe wohl zurückgeblieben, aber die ist nicht weiter schlimm, hat der Arzt gesagt. Und dann habe ich natürlich gleich gefragt, ob ich eigentlich behandelt werden muss. Aber er meinte, nein, es handelt sich um eine Infektion, die mich normalerweise nicht betrifft. Also es ist was, was dann die Männer nur haben. Und ich kann beim nächsten oder sollte vielleicht mal beim nächsten Arzt, Frauenarzttermin, einen Abstrich machen lassen. Aber er sagt, er kommt definitiv negativ wieder. Also theoretisch bräuchte ich es gar nicht, aber wenn es mich beruhigt, soll ich es machen. Und er hat dann nur gemeint, so ja, Sie können jetzt theoretisch loslegen wieder und viel Glück. Und ja, also das ist jetzt behoben. Worüber wir uns natürlich riesig freuen, dass das jetzt weg ist. Ein großer Faktor, der vielleicht ja auch langbleibende Schäden hätte verursachen können, den wir jetzt behoben haben. Die Prostata, wie gesagt, ist wieder abgeschwollen. Es ist alles auf seiner Seite jetzt geheilt. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie wir die Weihnachtszeit starten und drücken die Daumen, dass alles klappt, wie wir uns das wünschen. Ein kleines Weihnachtswunder, ja, wäre ja wunderschön. Und ja, ich nehme euch heute mal mit. Heute habe ich eigentlich vor, Babybauchbilder von meiner Schwester zu machen. Und es schneit ja auch draußen, perfekt. Aber sie hat sich noch nicht gemeldet, ob sie jetzt sich fit genug fühlt dafür. Ich bin mal gespannt, ob sie sich meldet, was sie dann sagt. Und dann schaue ich mal, wie sich der Tag so entwickelt. So, habe endlich mal was gefunden, wie ich meine Thumbnails wieder ordentlich bearbeiten kann. Weil das Programm, was ich vorher hatte, immer hat nämlich plötzlich Geld gekostet und deswegen habe ich die letzten paar Male total blöd irgendwie keine Thumbnails, wie ich sie haben wollte, hochladen können. So, habe ich endlich ein Programm gefunden, bei dem es wieder so ein bisschen besser ist und mit dem ich schon wieder mehr gestalten kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich lade nämlich gerade ein Video hoch und das werdet ihr dann schon sehen oder das werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, wenn dieses Video hier hochgeht. Und meine Schwester hat sich immer noch nicht gemeldet, bin mal gespannt. Es fängt jetzt schon wieder richtig doll draußen an zu schneien. Ich zeige euch das mal. Hier, es schneit wieder ganz, ganz, ganz doll draußen. Wahnsinn! Ja, ich bin mal gespannt, ob die sich noch meldet oder ob sie zu kaputt ist, weil es wird ja auch so schnell mal wieder dunkel. Jetzt im Dezember, deswegen zu lange dürfen wir auch nicht warten. Mal schauen. Jetzt einen Spaziergang durch das Winter Wonderland mit meinen Eltern. Meine Schwester hat sich entschieden, das nicht zu machen. Ihr ist es zu kalt, aber kann ich verstehen, hochschwanger bei den Temperaturen, da will man wahrscheinlich lieber gemütlich zu Hause sitzen. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Aber ich genieße jetzt erstmal den schönen Schnee. Planänderung. Nach dem Spaziergang geht es jetzt bei meinen Eltern. Sind wir jetzt Raclette essen. Veganes Raclette gibt es heute wieder. Super lecker! Yay! So,
wir sind jetzt fertig bei meinen Eltern und jetzt gehen wir noch ganz kurz einkaufen. Meine Schwester fährt mich, weil ich ja kein Auto habe, weil Marco das ja mitgenommen hat. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Es ist immer schön, Zeit mit Familie zu bringen, auch wenn es sehr spontan war. Auch mit dem Raclette war wieder sehr spontan. Aber es war total lustig, einfach mal ein bisschen die Zeit ausklingen zu lassen, Weihnachtsmusik zu hören. Und man kam so richtig in Stimmung da bei meinen Eltern. Und es war total toll. Jetzt werde ich einfach den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Und ich sehe euch dann morgen für euch in ein paar Sekunden. Bis dann. Morgen, ihr Lieben. Heute ist der zweite Advent. Ich habe mich fertig gemacht für den Tag. Werde gleich abgeholt von meinen Eltern und es geht in die Kirche. Es schneit wieder. Es fängt an, da liegt schon ein bisschen Schnee. So, ich bin jetzt bei meinen Eltern den ganzen Tag gewesen. Und wir haben hier gegessen und jetzt warte ich auf Marco, der holt mich jetzt gleich endlich ab. Den Tag gemütlich ausklingen lassen, den zweiten Advent. Und ja, es ist heute nicht so viel passiert, aber es war schön. Einfach mal ein bisschen Zeit mit der Familie, ist wunderschön in der Adventszeit und ich hoffe, ihr genießt diese Zeit als Familie auch sehr. Er ist wieder da, er ist wieder da, mein Schatz ist wieder da. So, wir sitzen jetzt zu Hause, Schlafanzug angezogen, haben noch Abendbrot gegessen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal fragen, was ist eure Lieblings-Adventstradition? Habt ihr irgendeine Tradition, die ihr in der Adventszeit macht und die ihr gerne macht? Oder was sind eure Traditionen? Und schreibt ihr mir doch einfach mal in euren Kommentaren, das würde mich richtig interessieren. Weil das ist jetzt unser drittes Weihnachten, was wir zusammen feiern. Und unser zweites Weihnachten verheiratet. Und ja, man fängt ja dann als neue Familie viele Traditionen an oder versucht welche mit einzubauen, die man vielleicht vorher nicht hatte. Und mich würde einfach mal interessieren, was ihr da so macht. Bin froh, dass du wieder da bist. Ich auch. War gut in Bayern? Seid ihr gut vorangekommen? Ja. Ich denke schon. Vieles geschafft. Unsere Küche hat jetzt Licht. Fancy. Das ist doch schon mal was. Dann sag mal gute Nacht. Gehen gleich schlafen. Gute Nacht. So, gute Nacht auch von mir, ihr Lieben. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.